Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Wir sind auf der Suche nach dem Menschenfresser. Er wird wahrscheinlich gleich hier irgendwo um die Ecke auf uns warten. Und dann haben wir alle Quests in dem Gebiet hier endlich erledigt und können uns an weitere Quests machen. So. Oh shit, nein, ich wollte nicht drüber springen. Ach, die kommen gleich wieder alle mit Mörser und zum Scheiß an. Geht doch weg. Er ist vereist, warum auch immer. Hallo. Da hinten. Na. Sehe ihn nicht richtig. Scheiß Gift, vor allem das bleibt auch immer Ewigkeiten. Komm schon. Jawohl. Menschenfresser ist... Oh nein, kein Scharfschütze, bitte. Ah, geh doch rein. Er versteckt sich. Er auch. Ah, oben traut sich. Auch nur kurz, man sieht's halt kaum, ne? Ich heb mir jetzt die Lava-Geschosse aber mal auf, weil ich denke doch, er wird hoffentlich mal bald kommen. Ist er das? Nee. So wie er runtergeht. Nee, rechts habe ich gerade. Da war doch gerade das Symbol, oder nicht? Ach, scheiß Scharfschützen. Komm, schieß. Schieß. Ah, hier ist er doch. So, volle Kanne Lavageschosse drauf. Ach du Scheiße, der hält viel zu viel aus. Der hält viel zu viel aus. Und hier kommen auch viel zu viele. Nein, Rückzug. Rückzug. Hä? Ich nicht verzerrendes Feuer gemacht. Wir müssen erstmal die hier wegkriegen. Ganz wichtig. Und jetzt er hier. Wir haben keine Deckung mehr hier. Ich weiß nicht, wie weit wir zurücklaufen können, weil irgendwann sagt das Spiel ja bis hierhin und nicht weiter, mein Freund. Aber es scheint zu gehen. Aber wir haben ihn zumindest jetzt erstmal alleine. Aber er ist irgendwie ganz schön auf Nahkampf aus. Ah, häng doch nicht an dieser doofen Kiste. Was ist denn jetzt? Oh, wir haben kaum noch Leben, Leute. Gut, die anderen bleiben erstmal weg. Wir können hier so ein bisschen um dieses Ding in der Mitte hier drumherum rennen. So können wir ihn eigentlich ganz gut in Schach halten. Aura der Steinhaut. Das ist nicht schlimm, solange du dich nicht heilst, sind wir Freunde. Kann man? Noch nicht? Jetzt aber. Jawohl. Ja, war eigentlich gar nicht so schwer. Stufe 21 müssten wir gleich geschafft haben. Wir bringen noch schnell die anderen um und dann töten wir ihn. So, Scharfschütze gegen Scharfschütze. Mal gucken, wer schneller ist. Würde sagen, ich. Ach, trifft doch. Oh, wie wenig Schuss haben wir denn in dem Magazin? 5. Ja, hat natürlich noch 1 Millimeter Leben. Haben wir? Ist er das? Nee, hier. Ah, 5 Schuss ist schon relativ wenig, aber es ist halt auch ein Scharfschützengewehr, also was will man erwarten? Guck. Da hinten sind anscheinend noch mehr. Ja, in der Sekunde, wo ich darüber gucke. Danke auch. Gefühlt sind das irgendwie immer nur 3 Schuss, die ich ablasse. So, wer lebt denn jetzt hier noch? Da guckt doch was. War aber nett. Hat er einfach mal rüber geguckt. So, hier gibt es nur Muni. Aber eine Kiste wird es bestimmt auch noch irgendwo geben. Die anderen holen wir jetzt per Nahkampf. Können wir auch die Lava-Geschosse draufhauen. Dann geht es ein bisschen schneller. Sind eh die letzten. So. Und wir haben Stufe 21 erreicht. Es gibt einen weiteren Klassenpunkt, den vergeben wir gleich. Ich gucke jetzt nochmal schnell. Zumindest ein bisschen Eisen haben wir hier noch. ...283 Stück, um genau zu sein. Aber ich glaube, es gibt keine Kiste mehr. Nee, sieht irgendwie nicht danach aus. Hier kommen wir nicht runter. Nicht wirklich.
Nö, also entweder habe ich sie übersehen oder es gibt nicht noch eine. Dann verpasst mal dem Menschenfresser jetzt mal einen kleinen Headshot und dann geht's zurück ins Lager. Guck mal hier, wir können 1000 draufschießen, passiert nichts. Aber wenn wir unsere Pistole rausholen. Dann ist Schicht im Schacht. Das so. Eigentlich gibt es dann hier meistens immer noch so ein Schnellreiseding. Was sagt denn das Navi? Wahrscheinlich hier hinten gespawnt sein, das Ding. Dann können wir gleich zurückreisen. Dann müssen wir den Weg nicht nochmal laufen. So, wo habt ihr es hin? Da oben ist es. Ich sehe es schon. Damit haben wir hier alle Dinger erledigt. Das freut mich sehr. Dann reisen wir jetzt nochmal ein Ort zurück. Machen eben noch dort die Mission, die offen war. Und dann gucken wir mal, ob wir noch eine ältere Mission machen. Und dann erst mit der Story weiter oder erstmal Story weiter, ältere Mission. Das schauen wir dann einfach mal ganz spontan. So, dann müssen wir einmal zu unserem Truck. So, wir müssen los, bereite den Truck vor. Okay, wir hätten die ganze Zeit schon mit ihm quatschen können. Die Festung ist erledigt. Waldenklave haben wir noch eine gesucht Aktion. Die knöpfen wir uns jetzt vor. Trümmerzone haben wir tatsächlich mal alles gemacht. Ansonsten haben wir ja so gut wie gar nichts erledigt hier. Ja, weiß gar nicht, wie das passiert ist. Nicht vorstellen, dass wir so wenig gemacht haben. Na gut, so effektiv waren wir erst einmal beim Noah, zweimal beim Noah und haben was abgegeben. So viel war es tatsächlich noch nicht. So, lass dir das Kopfgeld von Uchio, so heißt er. Wieder Hauptmission verfolgen? Nee, möchte ich alles nicht. Ich will gucken, wir sind hier. Hier haben wir jetzt Glück, hier haben wir nämlich nur einen Ausgang raus. Verfügbare Mission, Jäger und Gejagter, aber die haben wir anscheinend schon, aber hier müssen wir hin. Gut, also es gibt hier nur einen Ausgang. Der ist dann wahrscheinlich irgendwo hier. Wir müssen nochmal gucken, wir haben doch, nee, nicht Weltstufe, aber wir haben einen neuen Dings. Einen Klassenpunkt. Erhöht deinen Lebensentzug durch Fähigkeiten um 6%. Erhöht deine Anomaliekraft für jeden freigeschalteten Magma-Golem-Klassenknoten. Erhöht deinen Widerstand um 20. Verbrennung fügt Gegnern 20% mehr Schaden zu. Das wäre eigentlich geil, weil 15% weniger Abklingzeit für die Lavageschosse. Und das andere war, glaube ich, die Aschedetonation. Gegen markierte Gegner. Ach komm, wir nehmen Rüstungsdurchschlag. Oh, Abklingzeit all deiner Fähigkeiten um 10%. Ne, wir nehmen das. Können wir das? Ja, können wir. An allen Fähigkeiten ist natürlich auch cool. Dann machen wir als nächstes noch die 15%. Dann können wir hier ordentlich Lavageschosse durchballern. So, liebe Freunde, wo ist denn hier der Ausgang? Ich fände es halt cool, was ich meinte zwecks der Navigation, wenn man jetzt einfach sagen könnte, ey, ich würde gerne die machen, navigiere mich dahin. Dass ich zumindest irgendwie in eine Richtung weiß, wo ich langlaufen muss. Wie gesagt, hier geht's gerade, es gibt nur einen Ausgang, aber wenn ihr dann irgendwelche Camps habt, die drei Ausgänge haben, die ihr euch absolut nicht orientieren könnt, wo welcher sein soll, dann kann man hier gerne, ganz gerne auch mal ein paar Minuten rumrennen, bis man dann erstmal überhaupt in Richtung der Mission kommt. Und das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht übersehe ich auch irgendeinen Tipp. Oder Trick, wie man das besser machen kann. Wenn ihr da mehr wisst, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wäre nicht das erste Mal, dass ich mich zu doof anstelle. Wir sind jetzt hier, genau. Wir kommen mal, wir können eigentlich nur dran vorbeilaufen. Also hier scheint es idiotensicher gebaut zu sein. Kommt jetzt gleich nochmal ein Ausgang und nach dem müsste dann der Missionsstart für die Hornisse erscheinen. Dürfen wir hier in aller Ruhe durchlaufen? Nö, natürlich nicht. Ach, direkt sogar ein Kriecher. Warum auch nicht? Ach, hau doch ab mit deiner scheiß Überladung oder... Nee, nicht Überladung. Irgendwie heißt es anders. Ich konnte es gerade nicht genau lesen.
Ach, die Scheiße ist auch immer geil. Generell dieses ganze blaue Zeug, was die Kriecher machen, ist so OP. Strahl der Ausmerzung. Ah, geh weg. Jetzt bleibt's mal am Baum hängen, sehr gut. Wo hat der seinen kritischen? Ah, hier, ihr seht's doch. Wow, 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 müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt haben wir ihn. Mal einmal durchgelaufen, denn wir hatten noch 500 Leben. Über die Hälfte. Aber dafür gab's lila Loot. Eine Hose. Gucken wir uns dann nach der Mission alles mal an, würde ich sagen. Dann brauchen wir hier nicht bei jedem Teil immer zwischendurch erstmal eine Minute Pause machen. Kommt hier noch was? Ja, eine Kiste. Haut hin. Und dann sollten wir gleich angekommen sein. Ich weiß gar nicht mehr, die Hornisse. Kann mich nicht mehr daran erinnern. Gespielt habe ich es alles schon. Mit meinem Zweitcharakter habe ich alle Missionen durchgehend fertiggestellt. Aber man vergisst so viel. Und vor allem auch immer so schnell. So, wir sind gerade hier rausgekommen. Also eigentlich noch ein Stück weiter geradeaus. Von da, wo wir gekommen sind, und dann rechts. Jetzt wird's angezeigt auf der Karte, das Ausrufezeichen. Na, das wird interessant. Ah, okay. Ich sollte meine Fähigkeiten nutzen. Ja, wenn man schon einer der wenigen Veränderten auf der Welt ist, sollte man vielleicht auch seine Fähigkeiten nutzen. Wir verfolgen die Mission. Navi sagt links lang. Wieder zurück. Das macht gar keinen Sinn. Warum sollen wir jetzt hier zur Schnellreise? Die Schnellreise sagt uns, okay. Diesmal hat es gepasst, weil das Doofe ist, manchmal zeigt die Navigation auch zur Schnellreise und man hat den Schnellreisepunkt einfach noch gar nicht freigeschalten. Also den, wo sie hinzeigt, schon, aber den auf der Karte nicht, wo man dann schneller dort wäre. Und dann kann man es halt auch nicht umstellen. Dann sagt dir die Navigation die ganze Zeit halt, geht zum Schnellreisepunkt, aber wenn du nicht reisen kannst, weil du den anderen Schnellreisepunkt einfach noch nicht erobert hast, ist das schon doof. Also ihr merkt schon, die Navigation in dem Spiel ist gar nicht mein Freund. Gesuchte die Hornisse. Dann machen wir die Mission noch, dann haben wir hier auf jeden Fall auch alles erledigt. Vielleicht machen wir danach dann doch nochmal eine ältere Stadt und machen dort noch schnell alles weg, bevor wir mit der Story weitermachen. So, Fallensteller. Mal gucken, ob der gleich schon hier kommt. Oh, das hat ordentlich abgezogen, ne? Lohnt sich also. Die Fässer immer mal mit kaputt zu schießen. So, hier kommt gleich ein ganzer Mob. Oh, die zieht echt krass, die Waffe. Muss hier für eine halbe Waffenladung gefühlt vom kompletten oberen Schreibtisch die Maus bis zum unteren Ende ziehen, damit ich irgendwie den Rückstoß beherrsche. Hier ist er noch nicht. Es sind erstmal alles nur noch Fallensteller. Kommen aber schon die nächsten anscheinend. Bleiben die hinten oder kommen die her? Die bleiben hinten. Hä? Definitiv ein Kopfschuss. Ach, man sieht die immer so schwer. Aber zumindest können wir sie... Wahnsinn. Zumindest können wir sie von hier aus treffen. Macht uns das Leben erstmal ein bisschen einfacher. Kommst du auch noch vor? Haben wir? Ach, dort. Hallo. So, haben wir auch. Oben leben noch welche irgendwo. Frage ist wo? Sehe keine. Jetzt sehe ich welche.
Ah, da muss man Kopf drauf. Heute wieder richtig gut. Ein Kopfschuss her. Ah, der wackelt immer so dolle mit dem Ding. Ach. Oh shit. Der hat gar nicht getroffen damit. Nee, jetzt kommen die mir aber ein bisschen zu nahe. Dann machen wir erstmal Rückzug. Ah, bleibt er nicht hier hängen. Und kämpfen hier erstmal ein bisschen aus der Deckung raus. So, da hinten. Der Zerstörer. Er bleibt ganz schön weit hinten, eigentlich unüblich für einen Boss. Aber für mich natürlich gut, dann können wir hier erstmal in aller Ruhe draufballern. Hälfte ist runter. Weiß nicht, ob da vielleicht auch das sinnvoll wäre, aber ich denke schon. Ja, macht Sinn. Ja, ist ja ganz easy. Wenn hier nicht seine ganzen Kumpels noch angerannt kommen würden. Hätten wir eigentlich schön Ruhe. Jetzt müssen wir erstmal noch diesen hier machen. Alter, wie viel halten die aus? Uah, jetzt kommt er mir alle ein bisschen nah. Keine gültigen Ziele in Reichweite. Verarsch mich doch nicht. Die umrennen mich doch gerade alle. So, Lavageschosse ist wirklich. Es ist die beste Fähigkeit. Kann man einfach nicht anders sagen. Er kommt auch langsam höher. Aber dann kriegen wir ihn auch noch wahrscheinlich mit dem Magazin. Alles kein Problem. Erstmal antäuschen. Dann holen wir uns den mit dem Lebensentzug. Mal hier hinten wartet noch einer auf uns. Versteck dich doch nicht. Okay, der ist verbrannt. Einer noch. Und damit haben wir die Mission auch geschafft. Wir kommen echt sehr locker flockig durch. Ich hatte am Anfang echt ein bisschen die Befürchtung, weil ich habe ja meinen Zweitcharakter, ist ja ein Technomant. Und mit dem habe ich bis, keine Ahnung, Level 20, 25 auch erstmal alleine gespielt. Größtenteils ab und zu mal Multiplayer zusammen eine Mission. Da muss ich sagen, dass es mit dem schon relativ schwer war. Und überall hieß es halt, beste Solo-Klasse und generell beste Klasse macht am meisten Schaden. Und ich habe dann im Nachhinein auch gelesen, so dass Pyromant eigentlich... So, der Verwüster soll wohl die schlechteste Klasse sein, weil der macht einfach null Schaden. Das Pyromant wohl auch ein echt gutes Bild braucht, damit man damit effektiv ist und halt für Solo gar nicht geeignet. Und ich dachte mir die ganze Zeit dann schon, oh Mist, nicht, dass du jetzt hier im Let's Play völlig verkackst. Aber ich muss sagen, wir kommen eigentlich relativ gut durch. Es gab auch schon einen Patch, wo Sachen genervt und auch verbessert wurden. Ich weiß aber nicht, inwiefern der Pyromant da angepasst wurde. Ach, das war noch gar nicht die Hornisse. Scheiße. Da war aber doch auch ein Boss dabei. Jetzt, wo er sagt, er sah nicht aus wie der Typ auf dem Plakat. Ah, dann zu weit weg, schade. So, ich heb mir die Lavageschosse jetzt nochmal kurz. Obwohl, nein, ich heb sie mir nicht auf. Was soll der Geiz? Die Hornisse. Ach, scheiß Scharfschütze. So, ich würde mich jetzt ganz gerne erstmal um die Hornisse kümmern. Wir machen irgendwie gerade keinen Schaden. Ich kann jetzt aber auch gerade absolut nicht umswitchen auf Scharfschützengewehr, weil dann gehen uns die Lavageschosse verloren. Oh, jetzt kommt er hier aber schnell um die Ecke. Ah, mit den Scharfschützen im Nacken, das ist schon irgendwie uncool. Wird erstmal so bleiben, dass die Scharfschützen nicht bei uns sind. Aua. Au, 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 au. Mann, nervt mich doch alle nicht. Hornisse ist auch anscheinend ein Scharfschütze. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. So, was ist denn? Wir sind eingefroren. Scheiße. Ja, wir sind zu weit hinten. Schlecht.
Ganz schlecht. So, dich erstmal weg. Hier, Asche. Und Headshots ohne Ende. Oh oh. Unser Lebensentzug ist gleich null gerade. Gefühlt. Nein. Komm schon. Da war Geschosse. Ah, jetzt haben wir's. Ein Glück. Die kam genau im richtigen Moment. So, wo seid ihr? Die scheiß Scharfschützen, ne? Die nerven so dolle an. Komm, schieß. Sonst konnte man die doch immer so gut triggern. Ah, es sind noch so viele. Ich hab da euren Boss schon erledigt. Ihr könnt Feierabend machen. Geht nach Hause. Sind auch schon wieder voll in der Überlänge drin. Aber wenn, dann machen wir die Mission hier noch zu Ende. Oha, was war denn das? Ich glaube, so ein Dings ist explodiert. Gegner können das anscheinend auch. Müssen bloß mal kurz ein bisschen warten, dass wir wieder etwas Leben kriegen. Jetzt konnten wir ihn triggern. Ja, jetzt weiß ich nicht, welcher zuerst rauskommt. Hä? Wo kommt denn das Ding her? Ja, natürlich. Verrat mir mal, wie er das gemacht hat. Wir treffen ihn aber so nicht. Ach, das ist doch fies. Gut, Lavageschosse und Stürmen. Bleibt nichts anderes übrig. Ganz ehrlich, das dauert mir sonst zu lange. So, jetzt haben wir's. Jetzt müssen wir dem Hornissentypen bloß noch schnell einen Kopfschuss geben. Und dann machen wir hier erstmal Folgenende. Problem ist halt immer, wenn ich jetzt hier Stopp machen würde, kann ich das Spiel nicht beenden, weil dann müssen wir die Hornisse nochmal umbringen. Wo ist er denn? Ach, hier. Und damit haben wir auch das erledigt. Sehr schön. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.